Der Titel ist zum Greifen nah. Hallo Leute, und da bin ich wieder zurück zum Let's Play Wii Sports. Mir hätte nur noch einen Ball gefehlt. Also Platin-Medaille schon sicher drin. Da gebe ich sogar mit 55 Punkten zufrieden. New one, a Platin Medal. Da der Part relativ zu kurz ist. Oh, da haben wir die letzten Übung freigeschaltet, und zwar Zielscheiben. Aber erst machen wir mit Feingefühl. Toll, jetzt habe ich euch das nicht vorgelesen, ne? Vor lauter Aufregung. Ja, gucken wir erstmal, wie ich hier abschlage. Also, da muss ich auf das dunkelblaue Feld schlagen. Ja, das war Fail. So, Feingefühl. Schlage den Ball in die markierten Zielzonen. Wenn du diese Übung beherrschst, bist du eben nur ein Profi. Oh, das will ich aber sehen. Bei letzter Übung habe ich jetzt vergeigt, ne? Vor kurzem. Ah, schade. Nur ein Türkis. Schon wieder ein Türkis. Oh, das war jetzt nur weiß. Nach links schlagen kann ich, glaube ich, gut. Ah, das reicht, hat immer nur zum Türkis gereicht. Das ist schon fünfmal Türkis, das ist gar nicht mal so schlecht. Out? Also 6 Türkis, 3 weiß und ein schwarzes Loch. You earned a silver medal. 46 Punkte? Play ball.
weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube, Weiße bringen 2 Punkte, Türkis bringen 8 Punkte. Wenn mit 10 Schlägen hätte ich 80 Punkte. Oh, das waren jetzt nur noch 10. Ah, ich treffe immer nie ins Blaue rein. Wenn, das schafft immer Türkis. Also jetzt habe ich schon 42 Punkte. Schon wieder ins Leere. Das wieder 46. Hab ich doch gesagt. Weiße bringen 2 Punkte. Türkisfarbene bringen 8 Punkte. Ah, das war viel zu früh geschlagen. Deshalb mache ich hier kurz eine Abbruch auf Neustart. Schon wieder ins Leere. Was ist nun los mit mir? Time out. Es bringt nichts. Es muss Türkis sein. Ich frage mich, was Blaue Feld für Punktzahl einbringt. Okay, das lasse ich jetzt mal drin. Toll, ich soll jetzt nicht in die Mitte schlagen. Oh, so geht's auch. Also was haben wir? 6 Weiße, das sind 12. You beat the high score. 32. Aber es hat trotzdem nicht für Goldmedaille gereicht, also dann machen wir im nächsten Part. Ciao.